So, und damit willkommen zurück zu Elex. Wir haben das letzte Mal nach diesem Gebäude aufgehört. Ich habe jetzt kurz offscreen, also jetzt kurz, mittlerweile einen Tag vergangen. Ich habe jetzt so vor Aufnahmestart noch das Gebäude gelootet. Nichts irgendwie Tolles bei, waren ein bisschen alte Münzen, ich glaube 3 alte Münzen. Einmal sanftes Klopapier, einmal normales Klopapier, einmal Klebeband, 2 Heiltränke und ein Besen steht da auch noch drin, den habe ich ja stehen lassen. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Das hier haben wir nämlich noch nicht. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Okay. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Also das Ding ist, ich hatte diese komischen Witze, die wir immer bei den Gesprächen haben. Es könnten Erinnerungen sein, die irgendwie hochkommen. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche?
Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Ein Kopfgeld auf ihn, wir könnten ihn einfach ausliefern. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Also ich fühle mich da oben mittlerweile sehr wohl. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Solange der Elex bei ist. So, gehen wir mal noch in das Haus. Gibt's hier nichts Schönes? Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Okay. Brauchen mehr Audiologs. Aber so viele Ratten. Aber dafür will ich keine Munition ausgeben. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Okay. Hey, das haben wir schon. Schrottscanner. Was man damit wohl machen kann? Teller, gutes Messer. Sonst gibt es hier scheinbar nichts. Könnte jetzt noch den Scheiß von den Tischen räumen, aber... Oh, wir schissen. Wir waren gerade, glaube ich, dabei auf dem Weg, eigentlich zurück in die Wüste für die Bombenteile, ne? Wenn ich mich da recht erinnere. Ich hab Sand in allen Ritzen. Mann, so sehr ich Tava mag, der ganze Sand geht mir auf die Eierstöcke. Ich lasse das jetzt einfach unkommentiert. Nessie, du bist ein bisschen langsam. Bist du mal da, bist du die Viecher tot. Und wenn du mal da bist, bist du meistens tot. So, gib alles her, wir brauchen jeden Scheiß. Nehmen wir alles. Kann ich hier noch rein? Dietrich. Ein Flatterer. Oh, du hast 7 Elixid. Besser als nix. Oh, Stopp, Pfeile. Nehmen wir auch mit.
Oh, eine Mine. Aber wir müssen eigentlich weiter. Naja. Das Scheißvieh sucht Ärger. Das Scheißvieh ist schon tot. Wir könnten auch mal mit unseren Punkten, wenn wir wieder genug Elixit haben, unsere Psykraft noch ein bisschen verbessern. Damit der Scheiß noch ein bisschen mehr Wumms kriegt. Ich dachte, hier kommt voll die Höhle hinten dran. Das war nix. Wie benutzt du denn dafür ein Jetpack? Das ist viel zu verschwenderisch. Ich will auch so ein Flugzeug. Ob wir ein Flugzeug kriegen, wenn wir das Teil, was wir geholt haben, bei dem Mechaniker abgeben? Achtung, Geröll bröckelt. Dann gucken wir mal hoch. Was gibt's hier? Hallo? Geld? Ein Handbuch? Kein Wunder, dass sie damals alle ausgestorben sind. Warum? Tower Alpha 1, die Übung beginnt jetzt. Oh. Fuck. Fuck. Halben Herzinfarkt. Gott. Aber das erinnert mich daran, dass wir mal wieder speichern müssen. Boah. Wir schlafen erstmal nur bis mittags, das sollte reichen. So, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder so richtig wach. Also. Und was sollte das hier mal sein? Egal. Nicht ingame, sondern so. Alter Vater. Wir können ja mal gucken, was uns das kosten würde. Also wir bräuchten 60 Intelligenz, das heißt, wir müssten wahrscheinlich 10, 20 Punkte ausgeben. Dann hätten wir noch 240, das wäre vollkommen in Ordnung. Könnten wir dann direkt Psi machen? Nee, dazu brauchen wir... Oh Gott. Das ist so teuer! Aber dann könnten wir auch noch 5 Punkte in Konstitution geben und uns unsere neue Batterie holen. Das wäre eigentlich ganz geil. Ich weiß noch nicht. Aber nehmen wir das Vieh jetzt mit? Wir werden da drinnen wahrscheinlich eh noch eine Menge kämpfen müssen, oder? Plopp. Das Scheißvieh ist schon tot. Wie immer, bis du mal reagierst. Oh Gott! Diesmal habe ich mich nicht so erschreckt, das ist gut. Ach so, da, diese Minen. Kann ich die irgendwie ausschalten? Ah, wir haben noch Pfeile, oder? Ja. Wer achtet denn auf sowas? Da ist noch eine. Oh, da ist der Bogen doch noch ganz nützlich. Strahlung? Hört sich sehr danach an. Kriegen wir davon Schaden? Erstmal nicht, oder? Wir haben keine Pfeile mehr. Aber wir brauchen auch keine Pfeile zum hier rumschießen. Plopp. Das scheiß Vieh sucht Ärger. Das scheiß Vieh sucht Ärger. Doof ist. Diese böse Spinne, oder was da auch immer ist.
Das wird grün. Ah! Nicht so geil. Wir sind doch garantiert, ja, hier sind überall Minen. Fuck. Können wir uns da ranschleichen und die entschärfen? Wir speichern mal und testen das mal. Wie war denn Schleichen? So. Ne, ich kann nichts mitmachen. Da gibt es auch eine. Oh, wir hätten da auch einfach reingehen können. Ist mal zu weit. Das Scheißvieh sucht Ärger. Keine Munition mehr. Ist verwirrt. Oh nein! Oh nein! Help! Fuck! Gut! Nein! Gott! Wo bist du denn? Da hinten. Hier vorne? Weg? Ist auf jeden Fall tot. Klar? Na, auch wer da? Bin schon da. Nein, nicht gut. Das Ding. So. Und vergessen. Haben wir alle? Schon, oder? So, dann looten wir jetzt erstmal. Bringt zwar alles nichts, aber wir können's. Da und oben. Jetzt haben wir wieder so viel zu looten. Naja, ich weiß, dass ich weiter dahin darf. Strahlungsschaden. Ein bisschen Munition haben wir ja noch. Können wir das kaputt machen? Nee. Einerseits möchte ich nicht nachladen. Andererseits, wenn wir dann wem begegnen, ist richtig die Kacke am Dämpfen. Na komm, was soll's. Speichern und los. Geile Gegend. Das könnte... Möglicherweise war das Björn. Hallo, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich hätte gerne so ein bisschen Loot für mich. Nur ein bisschen. Ah, danke. Einen starken Schnaps, das ist gut. Oh, wir sollen starken Schnaps sammeln. Dann nehmen wir den auch gleich mit. Oh fuck. Oh fuck. Wir haben keine Dings mehr, ne? Keine Pfeile. Wahrscheinlich werden hier noch mehr Minen sein. Hm.
Ein Schrottschild. Bisschen was zu verkaufen. Feuerteufel können wir auch verkaufen. Stimgelöt. Noch irgendwas? Oder könnten wir schlafen? Wo geht's hier hin? Achso, nur wieder nach unten. Schlafsack. Ja, wir wollen jetzt eigentlich schon wieder schlafen. Schnaps. Mehr Schnaps. Verschlossen. Ja. Leider habe ich keine Hackerkenntnisse. Haben wir da eigentlich die Möglichkeit, das irgendwie zu machen? Nee, ne? Nee. Hier unter uns soll das sein. Doch, wollte ich mal sagen, hier noch diesen extra Raum. Na, da haben wir auch noch Schnaps. Noch irgendwas? Sieht erstmal nicht so aus. So, nach da laufen war schlecht, ne? Explosive Fässer. Ihr hattet auch Spaß hier mit dem Schlafen in der Nähe von der Strahlung. Was ist denn das da? Achtung, Minen. Speichern. Das machst du nicht ohne Schaden. Oh Gott! Lassie, du machst das schon. Ich helf dir gleich. Scheiß Banditenpack. Komm, hau ne. Hau ihn. Lauf da rumzurollen. Schlag zu. Danke. Ich bin so blöd. Wenn ich sage, Waffe wegstecken, dann Waffe wegstecken. Speichern. Da sind noch Minen. Da haben wir gerade gespeichert. Nein, 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 nicht klettern. Oh. Gut, dann doch klettern. Da oben könnten wir. Nein, können wir nicht. Ich helfe dir. Ach, warte mal, wenn wir jetzt hier unten warten, dann laufen die doch durch die Minen. Oh Gott. Da hat jemand eine Granate geworfen. Ja, kommt mal hier runter. Nicht schießen, runterkommen. Ja, komm noch ein Stück. Ja, Klopp. Das sieht gut aus. Mehr davon. Wow, das hat ihn scheinbar nicht so gestört. Na komm, Misty, den schaffst du alleine. Wunderschön. So. Kommen wir hier nämlich viel einfacher durch. Speichern. Du suchst Ärger! Wow! Oh. Das Vieh habe ich nicht gesehen.
nachladen, 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 nachladen. Ist Nest schon wieder umgefallen? Hey, was ist da? Ja, so kann ich meine Munition auch verbrauchen. Machen wir es halt anders. So, irgendwer da hinten ist noch da. Ey, Kacke. Noch ein Magazin. Komm schon, fällt um, fällt um, fällt um. Natürlich war natürlich nur einer da. Oh Gott, nein, nein, nein. Fuck. Hallo? Das hat gescheppert. So. Da kommt Nessie. Beziehungsweise doch, brauche ich schon, aber dazu... Ich möchte das in Munition verwandeln, bitte. Dazu brauche ich das Rezept. Wir müssen mal die Händler abklappern. Irgendwer dieses scheiß Rezept hat. Dich mache ich fertig! Das glaube ich auch. Zumindest wenn ich dich rankommen lasse. Alter, wie groß ist das denn hier? Die haben sogar eine Arena da unten, oder? Ist das eine Arena? Erinnert mich an die Fallout-Arena. Tagebuch. Oh, der Spieltisch, der gute. wie das einfach an diesem scheiß Skelett dran klebt, Takas Mom. Ah, so gut. Oh, warte. Ey, jetzt haben wir dieses blöde Rezept schon dreimal. Da liegt noch was. Da ist also der andere Ausgang. Das heißt, da dürfte es nicht mehr so viel geben. Also, wir gehen jetzt nochmal hier hin. Oh, fuck! Nicht schießen! Hm. Ich weiß gar nicht, wie wir gespeichert haben. Wisst ihr, wo sind wir? Was haben wir getan? Wir haben den Typen erschossen. Achso, da müssen wir jetzt nochmal kurz hier hoch. Takas Mom einsammeln. Und das Elix gelöt. So. Den blauen Stein noch. Das noch, das noch, das noch. Ich glaube, dann haben wir alles. So, und da wir ja jetzt Vorkenntnisse haben. Hier sollte es gut sein. Ah, scheiße. Okay, pass auf, schieß da einmal rein. Warte. Du bist dran.
schieß, schieß, Tobi. Könntest du weiter angreifen? Hat es sich selbst erledigt? Oh nein, das nicht. Du tötest dich halt selbst. Spart mich auch. Genau nach meinem Geschmack. Ist sie jetzt tot? Nein. Kannst du dich nicht selber töten? Oh, oh, jetzt will er kämpfen. Boah, jetzt holt er die Waffe wieder raus. Das bereust du. Nessie, du bist dran. Ja, ja, bettelt euch. Bam, bam, bam. Go, Nessie. Heiltrank könnten wir aber schon trinken, oder? Das ist jetzt nicht cool. Lass mich nicht noch einmal. Ein Kampf. Okay, sie steht einfach wieder auf. Laden wir nach. Scheiße, ja, Mann. So, kurz sprinten. Oh Gott! Du bist ein Totkopf! Da reicht das bisschen Munition nicht, was ich habe. Oh fuck! Nein, nicht rollen. Ich muss ihn sehen. Du blöde Sau, stirb! Gott. So, wir haben ungefähr kein Leben und keine Munition mehr. Und das für nur 124 Elixir. Aber 11 Dietriche, hey! Wir müssen speichern. Takas Tagebuch Teil 2. Vielleicht sollten wir die Dinger lesen. So, was gibt's denn hier noch? Ein Spind. Tresor gelöst. Toll. Energieriegel. Ich bin begeistert. Okay, also halt mal fest. Kleriker ist cool. Braucht aber Unmengen an Elixir. Hallo? Müssen den hier unten noch looten. Den, der hier so cool gestorben ist. Wo ist denn der hin? Da. Nochmal 11 Dietriche. Wieso habt ihr so viele Dietriche? Die Dietrich-Bande. Klopapier. Teilschrott, ein Heiltrank. Oh, komm schon, irgendwas Cooles. Anleitung. Großer Heiltrank. Jo, das brauche ich auch. Alte Münze, alte Münze. Bolzen. Mehr Bolzen. Sind immerhin auch zwei Elixir. Die beiden Bolzen. Ne, an den Rucksack dürfen wir nicht. Mal wieder speichern, bevor wir in eine Mine laufen. Ich glaube, wir gucken uns die Sache erst von oben an, bevor wir da runtergehen. Aber man sieht nicht viel, ne? Aber man hört was. Wir haben da Viehzeug drin. In ihrer großen, bösen Arena. Zweimal Viehzeug. Dreimal Viehzeug. Gut.
Ich habe die Vermutung, wir werden das nicht mit einem Schuss schaffen. Gucken wir mal, was hier hinten noch ist. Auch nichts Dolles mehr. Außer Dunkelheit. Gut. Aber. Ich hab vorhin von oben noch eine Kiste gesehen. Da. Was haben wir denn hier? Die drei, dann das die war beiden. Wohl nichts. Oh, der Dietrich kann hier echt abbrechen. Bin begeistert. Gut, dass wir viel zu viel davon haben. Zu einfach. Schrottsammlerhose. Bringt uns nicht viel mehr. Großer Elixierbeutel? Ja, toll. Okay, jetzt wird's lustig. Was? Wie? Was? Warum? Hör auf, mir Angst zu machen. Speichern. Mal kurz rausgucken. Nichts Besonderes. Lass uns wieder gehen. Wir gehen jetzt hinten wieder raus. Gehen wieder in das Fabrikgelöt. Weil ich glaube, da haben wir noch nicht alles, weil wir haben ja noch nicht alles an Schnaps. Das wäre mal cool, den Teleporter zu finden. Denn ich würde mich gerne mal alles im Arsch hier. Hier wieder her teleportieren. Toll. Ach, Hecken. Ich bin nicht gut genug. Okay. Na, aber gut, sowas zu wissen. Da liegt eine Mine. Da liegt auch eine Mine. Aber wir müssen noch Schnaps finden. Stopp. Hier können wir noch rein. Mehr Schnaps. Jetzt brauchen wir noch zwei. Ich denke mal, die finden wir in dem Gebäude hier oben. Huch. Oh ja. Alles okay. Könnte besser. Na, vielleicht kriegen wir das noch hin. Tag aus Tagebuch Teil 1. Wo denn? Oh nein. Komm schon. Okay. Oh Gott! Jo. Moment. Mein GeForce-Treiber ist bereit und schmeißt mich erstmal aus dem Spiel. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, das Oh Gott war zweideutig zu verstehen. Die Folge ist schon viel zu lang. Aber wir machen das jetzt hier noch fertig. Dann wird das halt mal. Ist das ein gespanntes Seil oder ist das. Zwei Platten kommen zusammen. Speichern? Ah, gut. Wie gesagt, wir machen das jetzt mal fertig und dann beenden wir es danach. Wir brauchen noch zwei Schnaps. Und außerdem 6974, unten stand ein Tresor. Aber wo stand der? Hier irgendwo? Oder in dem Nebenraum? In dem Nebenraum, ne? Achtung, Mine vor der Tür. Die nächste Mine, die wir begrüßen, ist unser Tod. Speichern. Da ist er. 6974. Hinter. Geht doch. Nichts Geiles. Uns fehlen noch zwei Schnaps.
Irgendwo müssen die noch sein. Ich habe eine Vermutung, dass sie bei dem Strahlungsscheiß sind. Bin mir auch nicht sicher. Vielleicht sind die auch hier oben irgendwo. Oh, oh, Brennstoff. Können wir verkaufen. Genauso wie diese ganzen verkackten Magnesiumfackeln. So viel braucht kein Mensch. Wo könnten die noch sein? Da hinten vielleicht in dem Container? Oder da drüben irgendwo? Können wir da drüben gucken? Ja, komm. Plopp. Kurz aufladen lassen. Sieht nicht so aus, als ob hier oben irgendwas ist. Oh. Ist es auch nicht. Dann laufen wir jetzt an der verseuchten Scheiße vorbei, gucken hinten in den Container. Moment, da lag noch irgendwas. Eine gute Magnesiumfackel. Aua. Speichern. Fängt das hier schon an? Wird das hier schon grün? Hm. Könnte denn dieser letzte Schnaps sein? Hier unten stand da ja nicht mit bei. Und da war's auch. Kein Wunder, dass sie damals alle ausgestorben sind. Warum? Ach, das war das mit der Mine hier, ne? Jo. Ich wette, die beiden Schnapsflaschen stehen irgendwo direkt nebeneinander. Gegend. Erst findest du es scheiße, dann ist es geil, kannst dich mal entscheiden. Man merkt echt, dass du eine Frau bist. Messi, sag doch mal, wo diese scheiß Schnapsflaschen sind. Ich will nicht schon wieder pennen. Oh, was ist denn da? Was auch nicht. Wo waren wir denn noch nicht? Hier hinten waren wir auch. Definitiv. Da war nichts mehr. Aber gibt es hier nicht noch so ein... Jo, genau das habe ich gesucht. Ach nee, hier war auch nichts. Hier war ja gar nichts. Das Ding ist, bei meinem Glück werde ich garantiert gleich in unsere verdammte Mine latschen. Hm. Noch mehr Stoff, aber... Wo? Einfach wo? Also, waren eigentlich überall in beiden Gebäuden. Außer hier unten, hier haben wir uns nicht richtig umgeguckt. Plopp. Vielleicht haben sie das hier irgendwo zwischen versteckt. Hey, du kannst schweben. Messi, mache doch mal.
Wo liegt denn diese Scheiße hier? Da unten? Nee. Hier aber auch nicht, oder? Nee. Stimmt hier drinne. Ich bin nicht gut genug. Ja, genau deswegen, ja. Aber wir können ja mal ganz kurz noch Zettels. Taka, taka, taka. Was ist denn? Takas Tagebuch. Wo ist denn Takas Mom? Ich will erst Takas Mom sehen. Takas Mom. Finde ich gut. So, Takas Tagebuch. Oh, da geht's um einen Schatz. Lone Tucker. Warte mal, haben wir Lone Tucker nicht umgebracht? War das nicht der Totenkopf-Typ? Na gut, wer lesen will, kann sich das gerne durchlesen, jeweils mit Pause. Ich werde das Ganze jetzt auch gleich offscreen lesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.